So, ein schönes Hallo aus Winterthur, heute vom Freiluftkongress, organisiert von Urs Hans für Souveränität, Frieden, Freiheit und für Souveränität. Es wird gerade ein Videoscreen abgespielt, es sind schon einige Leute hier, schauen wir mal. Und alles weiter gibt es später, auch Ken Jebsen wird nachher sprechen, Christoph Pfluger, verschiedene Leute, Jesse Howe wird Musik machen und ja, wir hören uns. Hören und sehen uns und sind schon einige Leute hier. Ich schätze mal 200, 300 vielleicht oder 150 bis 200 vielleicht. Und was machen die Mitglieder der Presse? Sie atmeten erleichtert auf und sagten, oh, wie gut, dass sie das gesagt haben, denn wir waren in der Regierung zu veröffentlichen. Es wirkte recht beweiskräftig. Es wirkte recht verbindlich. Das war es in der Tat, die Abschrift dieser Nachbesprechung. Noch ein Wort zu denjenigen, die Cy Hirsch verleugnen. Sie haben Fälle besonders gut. Lassen Sie mich hier fortfahren. Hallo. Ich möchte ein wenig unkompliziert sprechen. Wir haben mehr als 100 Mal gehört, dass die russische Invasion in der Ukraine nicht provoziert. Ich höre mal persönlich mal. Das höre ich mal gerade. Gegen den Versprechen ist nichts zu tun. Und ich habe eine persönliche Erfahrung mit einem von Gorbatschows wichtigsten Berater. Sein Name ist Kowalik, Viktor Borisowitsch. Vor etwa 8 Jahren sah ich ihn in Moskau und sagte, Herr Kowalik, warum wurde dieses Abkommen nicht schriftlich festgehalten? Fine, you. Yeah. I see your post always. Mr. McGovern, ich werde Ihnen die üblichen gratulieren. Die Deutschen hatten sich noch nicht darauf eingelassen und der Warschauer Pakt existierte noch. Aber wirklich und wahrhaftig, Mr. McGovern, es war folgendermaßen. Wir vertrauten euch. Some of those people are here, yeah? 200, 300, or 200, yeah. Wir alle kennen die Entwicklung, wie sich die Größe der NATO mehr als verdoppelt hat. Allen Ländern im Osten mehr als ein Inch im Osten. Ich möchte diesen Punkt nicht weiter ausführen. Es geht um mehr als nur die NATO-Erweiterung. Als die Krim von Russland annektiert wurde, stand der Punkt von wir mussten die Krim aufgrund des Putsches in Kiew im Februar 2014 annektieren. Ja. Und noch wichtiger als die NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine war die Aussicht, dass ballistische Mittelstreckenraketen von den Vereinigten Staaten gebracht werden können. Dazu sind sie in der Tat in der Lage, der Luftwaffe zu platzen, die Tomahawk-Raketen aufnehmen können. Und in Zukunft auch Überschallraketen aufnehmen werden.